Halli, hallo, hallöle zu meinem allerersten Let's Play. Das Spiel heißt Sweet Amores und ist ein Online-Game, ein Online-Flirt-Game für Mädchen. So, dann denke ich mal, um euch alles zu erklären, werden wir mal die Einführung spielen. Hallo, willkommen bei Sweet Amores. Ich heiße Tino Mimi und meine Aufgabe ist es, dieses Spiel zu erklären. Bist du bereit? Ja. Das hier unten, das sind wir. Und hier sind unsere Antwortmöglichkeiten. Das hier ist das Logometer. Wird aber auch noch erklärt. Dann mal los. Ich fange mit den APs oder Aktionspunkten an. Diese ermöglichen dir verschiedene Aktionen, wie dich von einem Ort zum anderen zu bewegen. Weiter. Die Zahl deiner APs findest du oben rechts. Du erhältst täglich beim Einloggen 10 APs. Wenn du keine APs mehr hast, musst du bis zum nächsten Tag warten oder bei der Bank vorbeischauen. Ja, also eigentlich sind die APs hier oben. Aber da sind gerade meine Login-Daten. Und bei der Einführung ist hier. Das sind die Aktionspunkte. Das sind die Dollar, die wir haben. Und unsere Stimmung, die gerade sehr mies gelaunt ist. Okay, weiter. Alles verstanden? So, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten zum Antworten. Einmal ja oder B. Nicht wirklich, kannst du das noch einmal wiederholen? Ich mach ja, weil ich habe keinen Bock, das nochmal vorzulesen. Super, wir probieren es gleich mal aus. Geh in das Zimmer rechts von dir und komme dann wieder her. Ich warte so lange auf dich. Okay, mach ich. So, das hier sind die Herzen, mit denen wir uns fortbewegen können. Also einfach mal rein in den Raum der Schülervertretung. So, sehr schön. Ein leerer Raum mit Stühlen und Tischen. Und wieder zurück. Toll, das hat schon mal geklappt. Also weiter. Weiter. Zusätzlich zu den APs hast du außerdem Geld, und zwar Dollar. Wie viel Geld du hast, siehst du ebenfalls oben rechts, gleich unter den APs. In diesem Fall ist es oben in der Mitte, rechts neben den APs. Weiter. Mit dem Geld kannst du Gegenstände und Klamotten kaufen. Du kriegst jeden Tag beim Einloggen 15 Dollar. Wenn du mehr brauchst, kannst du dann natürlich auch zur Bank gehen. Weiter. Hast du das mit den Dollar verstanden? Ja? Oder B? Nein, kannst du das bitte nochmal wiederholen? Ja. Gut, und wo wir schon mal beim Geld sind, meine Einführung ist nicht umsonst. Würdest du mir dann also bitte meine 100 Dollar geben, ehe wir weitermachen? A. Klar, hier das Geld. 100 Dollar zahlen. B. Was? Ich zahle doch keine 100 Dollar, das ist mega teuer. Die 100 Dollar verweigern. Ich verweigere die mal. Ich bin mies. Das aber nicht nett. Ich wollte doch shoppen gehen. Der Verkäufer im Klamottenladen ist nämlich voll süß. Na gut, ich mach trotzdem weiter. Aber nur, weil du es bist. Oben rechts findest du außerdem deine Stimmung. Ob sie sich verschlechtert oder verbessert, hängt mit deinen Entscheidungen im Spiel zusammen und mit den Personen, die du triffst. Weiter. Wenn deine Stimmung auf 0 sinkt, bist du zu deprimiert, um deine Wohnung zu verlassen. Vom Flirten ganz zu schweigen. Du wirst 1 bis 2 Tage warten müssen, bis du wieder raus kannst. Verstanden? A. Verstanden. B. Nein, nicht wirklich. Kannst du das nochmal erklären? Wir haben es verstanden. Wo wir gerade beim Flirten sind. Du wirst hier garantiert hier und da ein paar interessante Jungs treffen. Du musst aber einige Dinge wissen. Weiter. Die haben so ihre Gewohnheiten und halten sich meistens an bestimmten Orten auf. Aber aufgepasst, dafür gibt es keine Garantie. Jedenfalls sind manche leichter zu finden als andere, aber nicht unbedingt leichter zu erobern. Kannst du mir folgen? A. Ja, ich verstehe. B. Verstehe ich nicht ganz. Kannst du das nochmal wiederholen? Wir verstehen's. Siehst du rechts die Leiste? Das ist das Lovometer. Wenn du dich mit einem Jungen unterhältst, steigt oder sinkt es. Weiter. Je höher es steigt, desto mehr Marktstellung und umgekehrt. Je tiefer es sinkt, desto geringer sind deine Chancen, ihn zu erobern. Das ist sehr wichtig. Hast du es verstanden? A. Alles klar, hab's verstanden. B. Nein, bitte nochmal wiederholen. Alles klar, hab's verstanden.
Super, dann setzen wir das nochmal gleich in die Tat um. Geh zurück in das rechte Zimmer und wechsle 2, 3 höfliche Worte mit einem Freund von mir, der sich dann gerade aufhält. Ich warte hier auf dich. Gespräch beenden. Wieder zurück in die Schülervertretung. Hallo, du bist also neu, bist du wieder Moritz? Ich heiße Boris. Meine Aufgabe ist es, die Neuankömmlinge zu begrüßen. Ich freue mich also, dich kennenzulernen, junges Fräulein. Ah, danke Boris, ebenfalls sehr erfreut, deine Bekanntschaft zu machen. B, ich nicht, ich bin nur wegen der Erklärung hier. Ich hab keinen Bock auf den. Einfach mal fies sein. Also gut, dann bis später. Trotzdem, viel Spaß bei Schwitter Moritz. Sprich Benden. Und zurück. Schon zurück? Naja gut, auch wenn du hier nur für die Erklärung bist, hättest du ruhig ein bisschen Mühe geben können. Sein Job ist auch nicht immer einfach. Egal. Gut, also am Ende einer Episode steht dein Date mit einem Jungen offen, mit dem du dich am besten verstanden hast. Es gibt also immer unterschiedliche Enden, die von deinen Entscheidungen abhängen. Du musst aber wissen, dass bei einem Date nicht schon im Voraus alles gewonnen ist. Du musst die Klamotten wählen, die dem jeweiligen Jungen gefallen, und hin und wieder richtig auf seine Fragen antworten. Wenn du das schaffst, wird dein Date ein Erfolg. Kannst du mir folgen? A. Ja, ich hab's verstanden. B. Nein, erklär mir das bitte nochmal. Ja, hab's verstanden. Gut, ich weiß, Jungs sind toll, aber du wirst auch noch viele andere, mehr oder weniger nette Personen treffen. Nicht alle sind so wie ich, weißt du? Ja, da gibt's wirklich sehr, sehr böse Menschen. Ich rate dir, dich in jeder Episode nach deiner Tante umzuschauen. Einer sehr lustigen Dame, die dir immer gerne Geld, OPs oder sogar wirklich einzigartige und exklusive Klamotten schenkt. A. Okay. B. Ich hab nicht alles verstanden. Okay. Was kann ich dir noch erzählen? Ach ja, im Laufe der Episoden musst du Missionen erfüllen. Zum Beispiel Informationen sammeln, also sprich mit möglichst vielen Leuten. Es kann auch sein, dass du Gegenstände einsammeln musst. Dafür gibt es 3 Möglichkeiten. Entweder du kaufst sie einfach nur im Laden, sie bei einer anderen Figur abholen oder sie suchen. Also, Augen auf. Verstanden? A. Ja. B. Nein, deine Erklärungen sind wirklich nicht sehr eindeutig. Kannst du das wiederholen? Ja. Hey, ich glaube nicht, dass alles so einfach wird. Wir versuchen es mal, okay? Geh zurück in das rechte Zimmer und finde eine kleine Skulptur, die ich im Kunstunterricht gemacht habe, und komm wieder her. Ja, mache ich sofort. Wo ist hier eine kleine Skulptur? Da ist eine, aber die ist nicht klein. Egal, einfach mal mitnehmen. Der Gegenstand Elefantenfigur wurde zu deinem Gegenstand hinzugefügt. Hauptflug. Immer noch nichts gefunden? Ich streng dich doch mal ein bisschen an. Doch, ich hab sie gefunden. Die ist ja auch ziemlich auffällig. Hehe, dann war's wohl nicht allzu schwer. Wenn du willst, kannst du sie behalten. Dann kannst du sie dir ins Zimmer stellen. Aber wir sind noch nicht fertig. Ich hab dir noch ein paar Sachen zu erklären. Ich komm nochmal auf das Shoppen zurück. Ich hab ganz vergessen, dir zu sagen, dass du nicht nur Klamotten kaufen kannst, sondern dass es auch ein Schmuckgeschäft gibt. Die Ringe, die es dort gibt, sind nicht nur mega hübsch, sondern haben auch einen Effekt, wenn du sie trägst. Zum Beispiel gibt es Ringe, die dir helfen, einen bestimmten Jungen zu finden. Es gibt viele verschiedene Effekte, die in den Erklärungen zu den Ringen beschrieben sind. Ich persönlich sammle sie. Alles verstanden? A. Ja, alles klar. B. Nicht ganz. Erklär nochmal. Ja, alles klar. Gut, noch eine sehr wichtige Sache, dann bin ich mit den Erklärungen fertig. Jetzt hör gut zu, du kannst die Episoden wiederholen. Dafür gibt es 2 Möglichkeiten. Den History Replay, du spielst die Episode nochmal und deine Entscheidungen haben Auswirkungen auf den Handlungsverlauf. Du musst dann auch alle darauf folgenden Episoden wiederholen, weil sich die ganze Geschichte geändert hat. Wenn du zum Beispiel in Episode 5 beschließt, Episode 2 nochmal im History Replay zu spielen, da musst du auch Episode 3 und 4 wiederholen, bevor du mit Episode 5 weitermachen kannst. Wenn du den Verlauf deiner Geschichte ändern willst, musst du also den History Replay benutzen.
Wenn nicht, hast du auch noch den freien Replay. Hier kannst du jede beliebige Episode wiederholen, ohne dass sich etwas an deiner Geschichte ändert. Mit diesem Replay kannst du zum Beispiel die verschiedenen Enderkon oder versuchen, zusätzliche Gegenstände zu finden etc., ohne dabei deine Geschichte zu verändern. Für welchen Replay du dich auch entscheidest, du behältst immer die bis dahin freigeschalteten Bilder und Gegenstände. Soweit zu den Replays. Ich weiß, das klingt vielleicht ein bisschen kompliziert, also bitte mich ruhig, das nochmal zu wiederholen, wenn nötig. Bist du dir sicher, dass du alles verstanden hast? Ja. A. Ja, alles verstanden. B. Naja, vielleicht könntest du es nochmal erklären? Ja, alles verstanden. Super, dann sind wir fertig. Mir fällt nichts mehr ein, was ich dir noch erklären könnte. Ich lasse dich mit Episode 1 anfangen und wünsche dir viel Spaß mit Sweet Amaris. Wenn du Probleme oder Fragen hast, melde dich ruhig im Forum unter der Rubrik Hilfe. Bis später und ein gutes Spiel. Gespräch beenden. Warte, junges Freunde. Ich weiß, dass es manchmal etwas schwer sein kann, mit einem neuen Abenteuer zu beginnen. Wenn du also mit der ersten Episode Probleme hast, schau ruhig in die Anleitung mit den Lösungen für Episode 1, die du im Forum unter Episodenanleitung Lösungen findest. Gespräch beenden. So, und da könnt ihr euch anmelden. Einfach nur einen Nickname auswählen, eure E-Mail-Adresse, euren Vornamen, warum auch immer da jetzt meine E-Mail-Adresse steht. Dann ein Passwort, das Passwort wiederholen, euer Land, euer Geburtstag und ob ihr ein Junge oder Mädchen seid. Ja, es gibt auch Jungs in diesem Spiel. Und dann den allgemeinen Geschäftsbedingungen zustimmen. Aber ehrlich, wer liest die sich durch? Und dann einfach hier unten auf Registrieren. Klicken. So, und dann würde ich mal sagen, sind wir fertig mit dem ersten Part von Let's Play Sweet Amaris.